So, wie bereits gesagt, da sind wir wieder. Wieder draußen in Weißlauf. Und wir werden jetzt erstmal... Oh, wie heißt die? Carlotta, genau. Ich wollte es sagen, aber ich war mir nicht sicher. Berichten, dass Michael sie in Ruhe lassen wird. Oh, hier ist eine Kuh. Ja, wir werden erstmal berichten, dass Michael die jetzt in Ruhe lässt. Schmieriger kleiner Mann. Auch mal cool. Hey. Okay. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Okay. So, Carlotta Valentia. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Von den Feldern und Obstgärten Weißlaufs direkt auf eurem Tisch. Michael wird euch nicht mehr belästigen. Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Hier habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe. Gerne, boah, aber viel. Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Nee, danke. Redet ihr von Steak? Okay, so, was haben wir jetzt hier? Verschiedenes. Später. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal das hier, soweit wie wir können. Wir werden die Quest... Ne, wir lassen die Quest erstmal weg, weil die können wir eh noch nicht abschließen. Werdet ihr später sehen, was ich meine. Wir machen jetzt als allererstes... werden wir uns jetzt zu den Gefährten begeben. Die sich ja, wie wir schon wissen, in Jorvraska aufhalten. So, dann kurz zur Erklärung. Das ist die Drachenfeste, wo der Jarl lebt, der Anführer von Weißlauf. Okay, es ist ein Priester von Talos, der brüllt da ein bisschen rum. Das soll uns nicht weiter stören. So, das ist die Halle der Gefährten. Wie man sieht, mit so einem Schiffdach. Wie ich finde, sieht das sehr, sehr schön aus. Vor allem mit dem Hals der Welt im Hintergrund. Ja, wir gehen einfach mal rein, öffnen Jorvraska. Eigentlich hätten wir jetzt vorher noch die Quest mit dem Baum machen können, der da oben im Bezirk ist. Leute, die das Spiel kennen, wissen, was ich meine. Aber wir machen jetzt erstmal die Gefährten, weil das ist nicht ganz so schwierig am Anfang. Immer in Bewegung bleiben. Bald kann er nicht mehr. Man sieht, sie duellieren sich im Faustkampf. Und die Frau haut den eiskalt um. Ich mach mich aus dem Staub. Gut, Als das Kaiserreich sich dem Altmeribund ergab, brachte es Schande über uns alle. So, das sind die Gefährten. Man sieht, es sind ziemlich viele Soldaten. Wir reden mal hier einfach so mit Fjor. Ihr schon wieder? Schon wieder? Kann ich den Gefährten beitreten? Auf wessen Seite steht im Krieg? Geht uns nichts an. Wenn die Jarl sich zanken, hat die Ehre keinen Platz. Stimmt, edel gesagt. Okay, kann ich den Gefährten beitreten? Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu? Gut für euch, dass ich das nicht entscheide. Sprecht mit Kotler. Wer weiß, vielleicht ist er gerade besonders großzügig. Ich hab dich auch lieb, ey. Penner. So, hier sehen wir die wunderschöne Tafel. Mit einem Feuer und hier auch einem schönen Teppich. Wirklich schön gestaltet, die Halle, die Methalle der Gefährten, wie sie auch heißt. So, hier geht's aber dann runter zu den Schlafquartieren, wo sich der Anführer auch aufhält. Und hier, das ist
Vultrak, so heißt die, meine ich. Mehr sage ich dazu nicht, das werden wir im späteren Verlauf noch kennenlernen. So, erstmal Jovraska, Wohnquartiere. Denn wir werden jetzt mit Kodlak reden, dem Anführer, da er entscheidet ja, wer den Gefährten beitritt. Und bis jetzt haben ja alle, die wir gefragt haben, gesagt, wir sollen mit ihm reden. Und das machen wir dann jetzt natürlich auch. Wenn es geladen hat. Wie gesagt, ich werde das Spiel... Ich noch nicht. Oder doch? Kennen wir uns? Tut mir leid, wenn ich es vergessen habe. Nein, wir kennen uns nicht. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Jo. So, wir folgen mal den Pfeil. Hier, das muss es noch nicht interessieren. Das schauen wir uns später genauer an. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Okay, wir reden mit Kodlak. Ein Fremder betritt unsere Halle. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Immer noch. Die Frage kommt irgendwie immer. Aber ist sie auch eigentlich... Die zweitwichtigste, neben der Hauptquest, ist das ja die wichtigste Nebenquest sozusagen. Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Wer sind die Gefährten? Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Für wahr, was er sagt. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Das war sehr schön gesprochen. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und so viel ich weiß, hatten wir in Jovaskre ein paar leere Becken für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ich komme schon klar. Ihr wagt es, mein Können in Frage zu stellen? Ich muss noch viel lernen. Ja, wir kommen schon klar. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Gut. Begonnen zu den Waffen. Ist sie auch ausgewählt? Nein, ist sie nicht. Zu den Waffen. Übe mit Wilkas. So, an dieser Stelle beende ich dann aber die
wie nennt man das? Wie soll ich das nennen? Die heutige Aufnahme von Skyrim, so nenne ich das einfach. 3 Videos waren es jetzt insgesamt. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da. Die Soundeinstellung müsste jetzt eigentlich perfektioniert sein. Ich finde die so eigentlich perfekt. Mit Musik jetzt auch, die habe ich jetzt angestellt. Ansonsten kommen morgen wahrscheinlich 2 Halo-Videos, Skyrim, dann wieder übermorgen. Wo übermorgen habe ich frei, dann kommen wahrscheinlich wieder 4 Videos. Das heißt, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Eventuell war es das dann fürs Wochenende oder ich mache nochmal ein Halo-Video heute Abend später. Ich schau mal. Aber das war es jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.